Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska und ich begleite seit gut 10 Jahren Menschen dabei, den Alltagswahnsinn mit all seinen Herausforderungen mit möglichst viel Freude, Leichtigkeit und Selbstbewusstsein zu meistern. Im Wechsel zu jedem Mutmachgespräch, in dem mir mein jeweiliger Gast von einer Krise aus seinem Leben erzählt und davon, was ihm durch diese Krise hindurchgeholfen hat, gibt es eine Erklärbär-Folge. In den Erklärbär-Folgen unterstützt mich meine liebe Freundin Sophie und heute erfahrt ihr, welche Muster Kommunikation in Beziehungen so schwierig machen. Ihr bekommt Tipps, wie friedliche Kommunikation gelingen kann und am Ende erkläre ich euch die 5 Sprachen der Liebe. Viel Spaß beim Anhören! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mutmachgespräche. Heute wieder mit mir, Franziska, und der lieben Sophie. Hallo! Das heißt, wir sitzen wieder hier und nehmen für euch eine Erklärbär-Folge auf. Und zwar die zu Folge Nummer 7, dem Gespräch mit Franziska. Lasst mich kurz zusammenfassen, worum es im letzten Gespräch ging. Für die, die heute zum ersten Mal einschalten und das Gespräch noch nicht gehört haben. Die Franziska hat uns beim letzten Mal erzählt vom Ende ihrer Ehe und was dann daraus Neues, Schönes entstanden ist. Und es ging hauptsächlich um die Sprachlosigkeit in ihrer Ehe, um die Beziehungsschwierigkeiten durch fehlende Kommunikation. Und wir werden uns darauf stürzen heute. Ja. Und zwar zum einen wollen wir euch gern nochmal erklären, was es mit diesen Schutzstrategien auf sich hat, weil die Franziska gesagt hatte, sie konnte oft nicht reden, die war wie eingefroren, wie erstarrt und dann blieb ihr quasi alles im Hals stecken. Und dann im zweiten Teil von der Erklärbär-Folge werden wir uns zusammen nochmal angucken, was man tun kann, damit Kommunikation in Beziehungen mit möglichst viel Leichtigkeit gelingt. Reicht erstmal? Mhm. Als Zusammenfassung? Gut. Okay. Also es ging um diese Sprachlosigkeit und die Franziska hat ja erzählt, dass sie in ihrem Job oder in ihrem Praktikum, glaube ich, während des Studiums Studium, ja. in der Forensik gemerkt hat, dass sie in bestimmten Situationen immer wieder wie handlungsunfähig wurde. Hm, jetzt muss ich mal kurz off-topic, was ist die Forensik? Die Forensik, ach ja klar, stimmt, haben wir nicht erklärt, ne? Mm-mm. Das ist für die, die im medizinischen oder sozialpädagogischen Bereich unterwegs sind, eine einfache Sache. Ich beschränke mich mal auf forensische Psychiatrie, also der Teil, in dem die Franziska gearbeitet hat. Die forensische Psychiatrie ist quasi für die Leute, die aufgrund von Suchterkrankungen oder psychischen Erkrankungen für ihre Straftaten vermindert oder gar nicht schuldfähig sind. Ah, okay. Ja, ist jetzt keine Klinik, wo du mit Depression oder Burnout reinkommst, sondern du musst straffällig geworden sein, bist aber halt aus verschiedenen Gründen nicht so schuldfähig, dass du im Gefängnis landest, sollst trotzdem nicht auf die Öffentlichkeit losgelassen werden und landest dann unter Therapiebedingungen in der forensischen Psychiatrie. Okay. Ja? Mhm. Und die Franziska hatte dort ihr Praktikum gemacht und danach dann noch gearbeitet und hatte einfach aufgrund des Klientels dort zu tun mit Vergewaltigern, mit Mördern, mit Serientätern. Guckst du etwas schockiert? Meine Augen werden immer größer. Ja, also es gab ja keine reale Gefahr für sie, aber es war halt ein Klientel, was zu einem Großteil, sagen wir, verminderte Empathie und weniger Einfühlungsvermögen hat als jetzt der Durchschnitt. Das heißt, die gehen auch mit ihren Gefühlen entsprechend ein bisschen anders um und gucken jetzt nicht so drauf, was das mit dem Gegenüber macht. Okay. Ja? Also der Ton ist ein bisschen rauer, die Ansagen sind anders, würde ich sagen, oder? Also die ganze Stimmung ist wahrscheinlich dort auch ein bisschen geladener. Ich hatte auch das Wort im Kopf, geladener. Also ich würde auch sagen, dass es an der Stimmung liegt vor allem. Und die Franziska meinte ja auch, dass es nicht darum ging, dass sie jetzt irgendwie in Gefahrensituationen gewesen wäre. Aber es ist halt so eine latente Stimmung, zum Beispiel von Aggression. Ja. Immer wieder mal. Und dann hat sie gemerkt, also sie hat selber die Worte benutzt, ihr schnürt den Hals zu und die konnte nichts mehr sagen. Auch die ganze Beweglichkeit des Körpers war eingeschränkt.
Ja, und wenn du dann was sagen willst, also kommunizieren möchtest, verbal wie nonverbal und kannst nicht, weil du so eingefroren bist, das holt ja eine enorme Hilflosigkeit raus. Ja, ist ja auch eine blöde Situation, wenn du ja dort bist als Sozialpädagoge, also in irgendeiner Form der Betreuung bist oder zuständig für irgendwas und dann frierst du quasi ein. Ja, genau, das also oben drauf. Drückt jemand die Pausetaste. Ja. Und das ist ja dann auch also für die ganze Situation blöd. Ja, genau. Also sie hat ja auch deswegen gesagt, weil sie gemerkt hat, wie ungünstig das ist, gerade wenn sie mal in so einem Berufsfeld arbeiten möchte, ist sie in eine Verhaltenstherapie gegangen. Mhm. Jetzt war das ja nicht das Thema das letzte Mal, sondern einfach, dass sie gemerkt hat, dass sie in ihrer Ehe, sobald es Konflikte gab, ähnlich reagiert hat. Mhm. Und in ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann gab es überhaupt keine Situation, wo es gefährlich geworden wäre. Also keine Handgreiflichkeiten? Überhaupt nicht. Oder sowas? Mhm. Überhaupt nicht. Sie hatte auch gesagt, dass die, also wenn die gestritten haben, dass es sehr leise war. Also dass die beide, sie konnte nichts mehr sagen und ihr Ex-Mann, der wollte eben nicht aggressiv sein und schreien, weil der das aus seiner Vergangenheit heraus auch als wenig erstrebenswert erlebt hat. Und dann sind die sehr leise geworden. Das hatte aber halt den Nachteil, dass da nicht viel geredet wurde. Also die haben quasi gestritten, aber eher ruhig gestritten oder gar nicht kommuniziert. Ich lache, weil du kennst das von dir ja auch. Wenn du wütend bist, dann bist du laut und gehst raus. Aber ab dem Moment, wo du zwischen zusammengepressten Zähnen sehr leise was rauspresst, ist es für alle Beteiligten besser, sie ziehen sich zurück. Was willst du damit sagen? Na, bevor wir jetzt groß in deine Streitkultur eintauchen, ich wollte das gerne nochmal aufgreifen mit diesen verschiedenen Strategien. Weil letztendlich ist es so, dass Konflikte uns in den emotionalen Stress versetzen. Ja? Wenn man diesen Stress dann als Bedrohung empfindet, was nicht in jedem Fall so ist, für manche ist das Motivation und Antrieb, aber wenn du damit verbindest, jetzt wird es stressig, der Konflikt bedeutet eine Bedrohung, dann schaltet das Hirn quasi auf Notbetrieb um und dann kommen so die Steinzeitmechanismen. Der Neandertaler. Ja, genau. Dann reagierst du nicht mehr so wahnsinnig reflektiert aus dem Moment raus, sondern je bedrohter du dich fühlst, also je mehr dein System, nenne ich es jetzt mal, die Situation als Gefahrenlage einschätzt, umso eher schaltet es um von, weiß ich nicht, was ist denn das, auf Stammhirn? Das ist dein Bereich. Ja, vom Großhirn aufs Stammhirn, glaube ich. Mhm. Aber ich bin nicht Neurologe. Also sobald eben Stress nicht als Antrieb und Motivation genutzt wird oder empfunden wird, sondern wirklich hier irgendwo die Sirene im Kopf losgeht, die Alarmanlage und sagt, jetzt wird es ganz bedrohlich und gefährlich, ja, dann reagieren wir genauso wie vor tausenden Jahren, wo der Säbelzahntiger aufgetaucht ist. Nicht also, mehr so reflektiert. Nicht mehr so reflektiert und dann geht es nur noch ums Überleben. Genau. Dann geht es nur noch ums Überleben und dann sind die drei klassischen Strategien Angriff, Flucht oder dieses Starre, also das Totstellen. Ah, wenn quasi der Säbelzahntiger direkt vor mir steht, dann nehme ich entweder die Füße in die Hand und renne oder ich greife an, wenn ich merke, ich kann nicht rennen, weil große Wand hinter mir oder whatever. Oder ich stelle mich tot, weil tot wird nicht angegriffen. Ja, weil die meisten Tiere keinen Aas fressen. Also wir witzeln jetzt so drüber, ne? Ja. Aber tatsächlich sind das die drei Mechanismen, die drei Strategien, die du auswählst, also zwischen denen du wählen kannst, wenn es ums Überleben geht. Und jetzt ist das mit dem Säbelzahntiger natürlich ziemlich weit hergeholt, aber ihr Lieben, die ihr da gerade zuhört, ihr könnt ja mal gucken, wie ihr in stressigen Situationen reagiert, zum Beispiel, wenn der Chef mit einer Abmahnung droht. Ja, ob eure Reaktion dann eher aggressiv ist, nach vorne gehen, Angriff ist die beste Verteidigung, oder ob ihr euch am liebsten unsichtbar macht und zurückziehen würdet. Naja, oder ob ihr kein Wort mehr rauskriegt und erstarrt. Aber was mir jetzt nicht so ganz klar ist, ist, was ist genau der Unterschied zwischen dem Erstarren und diesem Wegrennen? Diesem Wegrennen? Na, lass es uns mal auf Kommunikation beziehen. Genau. Weil das wollten wir uns ja eigentlich angucken, ja? Und wenn jetzt ein Konflikt zwischen einem Paar besteht und, weiß nicht, also wär's spannend zu gucken, mal wie das bei euch so läuft. Es ist schon ein Unterschied, ob wenn der eine laut wird, der andere bewusst und absichtlich die Situation verlässt, also einfach das Zimmer verlässt zum Beispiel, dir den Rücken zudreht und geht. Alter Schwede.
Ja, aber also machen wir nicht so, aber genau, ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Oder ob dein Gegenüber zwar auch nichts mehr sagt, aber das keine bewusste Entscheidung zum Schweigen ist, sondern der bringt einfach kein Wort mehr raus. Mhm. Also wenn wir es in einen, ja, in einen noch bedrohlicheren Kontext setzen, können wir zum Beispiel sagen, da kommt jemand nachts und möchte dich überfallen oder angreifen. Dann kann es sein, dass du dem entweder eine ballerst und angreifst. Es kann sein, wenn du fix bist, dass du versuchst wegzurennen. Oder du stehst da und rührst dich nicht mehr, weil du nicht kannst. Und das gibt es auch so bei Nachrichten immer wieder mal, dass Leute gefragt werden, warum haben sie denn nichts gemacht? Sie sagt, ja, ich war erstarrt, ich konnte nicht. Und bei diesem Einfrieren, bei dieser Starre, gibt es auch noch die zwei Varianten. Bei der einen kriegen die Leute überhaupt nichts mehr mit. Das ist wie Filmriss, also wirklich wie auf Standby geschalten. Also wie schwarz. Ja. Quasi. Die verlassen mit ihrem Bewusstsein die Situation. Mhm. Das ist sowas, wo sich Leute dann manchmal noch von oben sehen oder die sich ganz in sich zurückziehen. Mhm. Und bei anderen, die können ihren Körper nicht mehr rühren, sind aber sonst glasklar und kriegen alles mit. Boah. Also stelle ich mir jetzt auch sehr gruselig vor. Ja, das ist übel. Also da sind wir jetzt sehr im therapeutischen Bereich, ne? Da nennt sich das dann Dissoziieren. Das heißt, so die Erfahrungen von den Leuten, mit denen ich geredet habe, die sind zum Teil so, die eine hat erzählt, die kriegt die Augen nicht mehr auf, die hört noch alles, aber die ist nicht mal mehr in der Lage zu blinzeln. Okay. Also die kann wirklich ihren Körper nicht bewegen, kriegt aber noch alles mit. Und die nächste ist, wie wenn, keine Ahnung, eine Stunde ihres Lebens fehlt. Das macht ja kein Mensch mit Absicht, ne? Ja, ja, klar. Also wir haben das, und jetzt kommen wir doch tiefer als geplant. Zur Erklärung trotzdem noch kurz. Also ich habe das mit Frauen, die Missbrauchserfahrungen haben, immer wieder mal gehabt, dass in diesen Missbrauchserfahrungen, wenn ein Angriff nicht möglich war und Flucht aber auch nicht, dass die dann wie totstellen, eingefroren sind und sich dann im Nachhinein aber sehr dafür verurteilen. Ich hätte mich wehren müssen, ich hätte wegrennen sollen, ich hätte schreien müssen, all sowas. Und das ist aber, wie gesagt, ja keine rationale Entscheidung mehr, sondern dein System wählt in Sekundenbruchteilen aus, renne ich weg, greife ich an oder stelle ich mich tot, um möglichst lebendig da rauszukommen, und dann ist es halt schneller vorbei. Um irgendwie durch diese Situation durchzukommen, quasi lebend. Ja. Und um jetzt da wieder zu Franziska zu wechseln, die hat ja gesagt, dass sie in ihrer Kindheit einfach so willkürliche Gewalt erlebt hat. Von ihrem Vater war das. Also von ihrem Stiefvater, gell? Genau. Und der war jetzt nicht irgendwie sadistisch veranlagt oder was. Der war halt jähzornig und cholerisch. Das heißt, wenn der dann seine Minuten hatte, wenn er einen Rappel gekriegt hat, hat es den erwischt, der in der Nähe war. Der sichtbar zur Verfügung stand. Ja, sie hat das Beispiel mit den Schokoriegeln gesagt. Also es war, da ging es nicht um die Schokoriegel, sondern der hatte halt dann eine Laune und dann hat es der abgekriegt, der am nächsten stand. Und gerade in so einer Situation, angreifen ging nicht. Also wenn sie sich gewehrt hat und auch verbal lauter wurde, wurden die Schmerzen schlimmer. Dann hat es halt noch eine gegeben. Flüchten geht nicht als Kind. Also wo willst du denn hinflüchten vor den Eltern? Und dann bleibt ja nur noch, sich möglichst unsichtbar zu machen. Ja. Also war das quasi so ein Mechanismus, den sie aus ihrer Kindheit mitgenommen hat. Gelernt hat, ja. Gelernt hat. Weil wir nutzen dann das in Erwachsenen, wo wir halt die Erfahrung gemacht haben, dass es gut funktioniert. Ja, und lass uns mal an der Stelle was einschieben. Da hast du vorhin schon erzählt, wir haben da von verschiedenen Seiten Rückmeldungen bekommen. Ihr Lieben, wenn wir sagen, jemand hat was aus der Kindheit mitbekommen oder hat Überzeugungen von den Eltern mitgegeben bekommen und so, es geht uns nie um Schuld. Ja. Zum einen, weil Schuld immer klein macht. Ja, Schuld braucht immer einen Beschuldigten und einen, der es abkriegt. Also das sind wir immer im Opfer-Täter-Bereich. Es geht immer um Strafe und das löst aber nichts. Das ist so eine Kette, die könnten wir ewig lang spielen. Mhm. Und tatsächlich hatte Franziska ja auch gesagt, der Stiefvater, der sie da geschlagen hat, der ist selber in seiner Kindheit mit der Peitsche gezüchtigt worden. Ja. Also der hat nie was anderes gelernt. Der hat ein erlerntes Verhalten weitergegeben. Jetzt könnten wir gucken, seine Eltern, die das mit dem gemacht haben, was haben die denn erlebt? Und dann, was haben denn deren Eltern erlebt? Und immer, was ist die Umgebung außenrum? Ja. Also auch so
ohne jetzt da zu tief zu gehen, aber wenn wir uns angucken, unsere Großeltern, Urgroßeltern-Generationen sind die Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die haben nicht gelernt, sich bewusst wahrzunehmen, über ihre Gefühle zu sprechen und zu gucken, wie kann ich denn jetzt Konflikte friedlich lösen, wenn es tatsächlich ums nackte Überleben geht. Ja, ja. Also wenn es darum geht. Existenz. Genau. Dann wie kommt das nächste Essen auf den Tisch? Ja, oder auch was die für Traumata erlebt haben. Ja, ja. Die mussten trotzdem weitermachen und damit irgendwie klarkommen. Also dazu sagen, ihr seid schuld, dass ihr mich nicht besser erzogen habt oder dass euch, dass ihr geschlagen habt, anstatt das mit friedlichen Worten zu lösen. Ich finde nicht, dass das die Welt in irgendeiner Form besser oder friedlicher macht, mm-mm, wenn wir die Schuld immer weitergeben. Nee. Ja, ohne dass ich jetzt sagen will, also ich will das nicht schmälern. Ich will den ganzen Schmerz, der dahinter steht, nicht schmälern. Aber wir hier in diesem Podcast-Format treten nie an, um mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, ja, wegen dir geht es mir jetzt schlecht. Sondern wir reden hier mit mündigen Erwachsenen, die sich angeguckt haben, was sind meine Erfahrungen? Ja, und die dann wissen, es ist aber heute in meinem Erwachsenenalter meine Verantwortung, daraus zu gucken, was ich jetzt damit anfange. Genau, also es ist meine Entscheidung, ob ich das, was ich vielleicht von meinen Eltern unbewusst mitbekommen habe, weiter glaube, weiter leben möchte oder. Mhm. Oder ob ich halt versuche, einen anderen Weg einzuschlagen. Genau. Mhm. Ja, also darüber ließe sich sehr ausführlich reden. Das tun wir irgendwann an anderer Stelle. Also entweder gibt es ein passendes Mutmachgespräch dazu oder wir machen halt da irgendwann eine Extra-Folge. Nur weil es jetzt einfach gerade gepasst hat, weil da so ein paar Feedbacks kamen, es klingt so, als ob dann immer die Eltern schuld sind. Ja. Nee, in dem Aufwachsen bei den Eltern gucken wir uns ganz viel ab, lernen durch Vorbild, übernehmen die Strategien, die funktionieren. Ja, also abgedroschen wie dieser Satz ist, ich bin trotzdem überzeugt, dass jeder sein Bestes gibt. Ja. Ja, und an der Stelle, obwohl da viel Gesprächsbedarf ist, schieben wir das mal und kommen mal wieder zurück. Wir haben jetzt diese Strategien erstmal erklärt. Also es gibt Angriff, es gibt Flucht oder es gibt diese Starre, Einfrieren. Die Franziska hat es genannt, das Opossum. Also dieses, ich stelle mich tot. Lass uns noch ganz kurz angucken, wie sich das in Kommunikation, in Beziehungen zeigt. Mhm. Und dann verlassen wir das Feld und gucken mal, was, ja, was an, was sich ein bisschen besser anfühlt auch, wo ein bisschen mehr Handlungsfähigkeit reinkommt. Wie stellst du dir vor, wenn zwei Partner miteinander in Kommunikation gehen, in Austausch gehen, dann gibt es einen Konflikt und der eine hat die Strategie Angriff? Ja, dann wird es laut. Also dann wird es verbal laut. Wird vielleicht auch verletzend, könnte ich mir vorstellen. Also, dass man dann so ein bisschen unter die Gürtellinie schießt. Mhm. Einfach um den anderen halt wegzudrängen. Also, wenn ich auch mal so ein bisschen bei dem Bild mit dem Säbelzahntiger bleibe. Genau. Das wäre so meine Idee, wie das aussehen könnte. Ja, also das muss nie in körperlicher Gewalt enden, ja, sondern es reicht. Angriff kann, wie du sagst, Beschimpfungen, Vorwürfe, du versuchst den anderen zu treffen, ja, du verteidigst dich, du rechtfertigst dich, obwohl der andere nur eine Frage gestellt hat, also gehst gleich auf wie so ein Hefezopf. Ja, wird verständlich, reicht, oder? Ja. Flucht ist eben dieses, ich sag nichts mehr, ich rede nicht mehr mit dir, ich ignoriere dich jetzt oder eben ich verlasse das Zimmer, ich gehe aus der Situation raus. Ja. Und da muss man schon unterscheiden, das kann eine sehr bewusste Entscheidung sein im Sinn von, das bringt jetzt hier nichts, wir müssen beide erstmal ausatmen, bis 10 zählen und dann kommen wir wieder zusammen. Das meine ich nicht, sondern wirklich dieses sich dem Streit entziehen. Hm. Weil bei der ersten Variante, die du jetzt gesagt hast, könnte ich das ja sagen. Also ich könnte ja sagen, du, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt beide hier irgendwie... Bringt gerade nichts, ist nicht so sinnvoll, was wir hier tun. Lass uns doch mal 10 Minuten auseinandergehen, jeder geht mal in die frische Luft, trinkt einen Schluck und dann sehen wir uns wieder und gucken nochmal, was wir weiter damit machen können, oder? Ja. Genau, das ist eine sinnvolle Variante. Bei Flucht ist wirklich immer so eine Auswegslosigkeit dahinter, so eine Ohnmacht. Hm. Ich muss mich jetzt entziehen, weil ich gehe hier unter. Ist das auch so ein Selbstschutz? Immer, immer. Alle drei Strategien sind reiner Selbstschutz. Ja. Und du hast ja gefragt, was ist der Unterschied dann zur Starre? Naja, bei der Flucht entscheidest du noch zu gehen. Bei der Starre bleibst du, frierst ein und kannst eben nicht mehr entscheiden, was du jetzt noch tust.
Hm. Nee, Franziska hatte ja gesagt, sie wollte dann gerne was sagen und sie wollte sich auch äußern, wie es ihr geht und so. Und es ging einfach nicht. Also ihr war quasi der Hals wie zugeschnürt. Ja, da bricht dann, brechen die Worte weg und die Stimme bricht und es geht halt nicht mehr. Hm. Ja. Und nu? Und nu? Dein Blick sagt, verrat mir die Lösung. Genau. Wie man da rauskommt. Schwierig, da muss ich dich enttäuschen, weil das ist jetzt eine Nummer zu groß und eine Nummer zu individuell für so einen schnellen Podcast. Hm. Wenn jetzt jemand zu mir in die Praxis käme mit dem Anliegen, es funktioniert nicht, wir zoffen uns so und dann eskaliert's, dann würden wir zusammen eben erstmal gucken, was sind denn die, also was ist deine Strategie, was ist die Strategie deines Partners? Dann können wir gucken, wo kommt die her, was steckt dahinter? Mhm. Und mir geht es nicht darum, jetzt jede Sekunde des Lebens nochmal rückwärts zu leben und die Vergangenheit bis aufs Letzte zu erforschen. Aber fürs eigene Verständnis ist ganz gut rauszufinden, hey, warum habe ausgerechnet ich ausgerechnet die Strategie? Und dann, und deswegen verschiebe ich das auf Live-Kontakte und nicht im Podcast, dann wird es so individuell. Jemand, der angreift, kompensiert häufig ein sehr passives Gefühl wie Einsamkeit, Traurigkeit, Angst, Ohnmacht. Also all die Gefühle, wo du nicht viel machen kannst, durch Wut. Ja. Bei der Wut kannst du Türen knallen, du kannst schreien, du kannst schimpfen, du kannst aufstampfen. Also es ist was sehr Aktives. Ja, du kannst irgendwas machen. Genau. Ja. Also würde ich mit so einer Person eher gucken, was steckt denn dahinter? Was ist das eigentliche Gefühl? Wie können wir lernen, dass du das aushalten kannst? Und so weiter. Hm. Ja? Jemand, der flüchtet, da geht es ja auch um eine reine Schmerzvermeidung. Da können wir gucken, wenn du jetzt nicht flüchten würdest, sondern da bleiben, was müsstest du dann fühlen? Ja. Also welches was Gefühl müsstest du aushalten? Ja. Ja, und bei der Starre, da orientiere ich mich mal an dem, was die Franziska gesagt hat. Die hat ja gesagt, sie hat gelernt, dann trotz der Angst zu reden, indem sie sich immer erst mal klar gemacht hat, die Angst ist real. Ja. Aber die Situation ist keine echte Gefahr. Also es ist eine alte Angst, die mich gerade lähmt, aber die aktuelle Situation ist keine wirkliche Bedrohung. Und dann hat sie halt mit der Angst und trotz der Angst in kleinen Schritten gelernt, aus dieser Lähmung rauszukommen. Okay. Ich würde es dabei gern lassen, weil das einfach sehr ins Therapeutische geht. Ja, und das, wie gesagt, klingt, wie du es ja auch schon gesagt hast, klingt sehr individuell einfach. Mhm. Also das ist, glaube ich, dann was eher für ein Vier-Augen-Gespräch. Jupp. Also, ihr Lieben, der Erklärbär erklärt tatsächlich nur an dieser Stelle. Mir geht es nur darum, dass ihr mal einen Einblick habt. Es gibt verschiedene Strategien. Wenn die greifen aufgrund einer angenommenen Bedrohung, ist nicht mehr viel mit rationaler Entscheidung. Mhm. Aber ihr könnt dann bei euch gucken und vor allem auch bei einem Gegenüber und vielleicht ein bisschen besser verstehen, was da eigentlich gerade passiert. Ich wollte gerade sagen, also ohne dass wir da jetzt eine Lösung quasi präsentieren, bringt es vielleicht schon im ersten Schritt Verständnis. Also für mich selber und oder für mein Gegenüber. Ja, und wenn ihr merkt, dass ihr tatsächlich in einem dieser Muster drinsteckt und gefangen seid, holt euch Hilfe. Das ist immer leichter, das mit einem neutralen Gegenüber anzugucken. Ja. Ja? Aber jetzt sind wir ja nicht, wenn es um Beziehungsschwierigkeiten geht, immer gleich in so tiefgreifenden Traumata-Strategien drin. Ja. Sondern oft sind es ja, in Anführungszeichen, die Normalo-Sachen, die das Leben schwer machen. Der normale Alltagswahnsinn. Genau. Wenn wir jetzt von den Normalo-Alltagsgeschichten ausgehen, dem ganz normalen Alltagswahnsinn, was sind denn in deiner Beziehung die Stolpersteine, wo du merkst, das sind immer wieder Punkte, wo es zum Konflikt kommt oder im Streit endet? Und ich meine jetzt keine thematischen Inhalte, ne? Ich muss kurz denken. Meistens, ja, also manchmal kommunizieren wir einfach aneinander vorbei. Der eine redet von dem, der andere von dem. Aber so in letzter Zeit, was häufiger mal zu wirklich dann Krach führt, ist, wenn wir nicht gescheit kommuniziert haben. Was also, heißt denn gescheit? Wenn ich zum Beispiel irgendwas vorausgesetzt habe, weil es in meinem Kopf total logisch ist, dass ja das und das und das die Folge von dem und dem ist. Also das hat man, glaube ich, schon mal. Du guckst in den Kühlschrank, sagst, die Milch ist alle, Punkt. Und in deinem Kopf wird dann daran gesetzt, bitte bring beim nächsten Einkauf Milch mit. Quasi. Da du es aber nicht gesagt hast, ist es nicht angekommen. Oder hier ist heute schon wieder so dreckig und irgendwie würde ich gern
Also in meinem Kopf impliziert das, wenn er dann Zeit hat, dass er dann saugt. Mhm. Funktioniert nur nicht. Es wäre auch viel einfacher, wenn du sagen würdest, könntest du bitte heute saugen, statt hier ist es dreckig. I know. Aber ich sehe, ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Guck mal, ihr Lieben, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die Sophie und ich sitzen uns gegenüber und ich halte ihr jetzt mal so einen Zettel hin, also in die Mitte von uns. Was siehst du? Die Zahl 6. Mhm. Jetzt könnte ich sagen, da ist keine 6, da ist eine 9. Du lügst. So doof oder was? Das ist eine 9. Wie kannst du eine 6 sehen? Versteht ihr, worauf wir hinaus wollen? Ich könnte das gleiche Spiel mit dem Buchstaben machen. Ich lege dir ein M hin. Dann siehst du ein M und ich ein W und dann fangen wir an zu streiten, wer von uns jetzt eigentlich recht hat. Und wie du bitte auf die Idee kommst, jetzt da sowas Falsches draus zu machen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, worauf du hinaus willst. Das könnt ihr zu Hause mal ausprobieren. Das ist so das Einfachste, um jemanden klarzumachen, dass es manchmal leichter ist, einen Perspektivwechsel einzugehen, als sich jetzt stundenlang den Kopf einzuschlagen, wer eigentlich recht hat. Weil in der Regel haben beide recht aus ihrer jeweiligen Sicht, von dem jeweiligen Standpunkt aus. Mhm. Sophie verschränkt die Arme. Was ist los? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein, nein. Ich überlege, wie das im Alltag dann, wie ich das in meinen Alltag rüberbringe. Naja, wenn wir bei dem Kühlschrankbeispiel bleiben, ja. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, die Milch ist alle, dann würde ich denken, aha, dann wirst du wohl wahrscheinlich dann Milch kaufen gehen. Ah. Weißt du? Ja, ja. Weil dir ist es aufgefallen, du brauchst sie gerade, also ich würde jetzt, wenn wir nicht drüber reden, davon ausgehen, du schreibst es jetzt auf deinen Einkaufszettel. Ich würde mich jetzt nicht automatisch aufgefordert fühlen, Milch kaufen zu gehen. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe das. Es gibt noch so einen Rechthaber in mir, der jetzt Recht haben will. Ja, damit gibst du mir aber die perfekte Überleitung, weil das, ihr Lieben, ist in meinen Augen eins der absoluten Hauptdinger, die man klären muss. Und wir reden ja heute von Kommunikation in Beziehungen. Ist dein Beziehungspartner dein Feind, dein Gegner oder gehst du prinzipiell davon aus, dass ihr eigentlich ein Team seid und das Gleiche wollt? Sophie guckt ein bisschen streng. Ja, das passt dem Rechthaber nicht so. Ich weiß, es gibt echt viele Streitigkeiten, viele Konflikte, wo es letztendlich um nichts ging, wo es einfach um dieses Rechthaben ging. Und selbst wenn wir jetzt da ein bisschen witzeln, also auch hinter diesem Rechthaben gibt es ja einen Steinzeitanteil. Weil wenn du jetzt keine Zeit hast, Sachen wirklich zu überprüfen und zu analysieren und so, sondern aus dem Moment heraus entscheiden musst, esse ich diesen Fliegenpilz oder esse ich ihn nicht, dann ist es schon sinnvoll, wenn du recht hast mit deiner Einschätzung. Ja? Ja, bei dem Fliegenpilz auf jeden Fall. Ja, aber das sind ja auch so irrationale Sachen. Wir haben diese Strategien drin. Und entweder du denkst bewusst drüber nach, was du tust und sagst oder nicht sagst, oder du reagierst halt automatisch. Und bei diesen Automatismen sind so viele alte Muster drin. Also wirklich auch so Muster aus grauer Vorzeit. Wir alle wollen Recht haben. Und häufig hat das ja einen sehr negativen Beigeschmack. Du bist so rechthaberisch. Du willst immer deinen Willen durchsetzen. Nur fürs Verständnis, das hatte irgendwann mal auch einen Überlebensgrund. Warum wir alle so sehr Recht haben wollen, hat viel mit Sicherheit zu tun. Ah, okay. Ja, jetzt hat mir kurzzeitig der Bezug, also die Schleife hat mir gerade gefehlt. Ja, wir haben jetzt auch eine große Schleife gemacht. Mir geht es nur darum, wenn zwei streiten und die streiten beide so verbissen darum, wer jetzt Recht hat, dann streiten die mit dieser Verbissenheit aus irgendwelchen Uraltgründen. Ja, da hat dann so der Neandertaler Indier gerade das Mikro in der Hand und ist der Chef und darf gerade was sagen. Und wenn man aber das aktuelle Hirn dazu schalten würde, würde man merken, die Situation ist dem überhaupt nicht angemessen. Also ob du jetzt recht hast oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Hier geht es nicht ums Überleben und nicht um die Existenz, sondern in diesem Fall, es geht um Milch. Oder darum, wer einkaufen geht. Ja? Ja, also okay. Das ist so dieses mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist aber so normal, so weit verbreitet, dass Leute wirklich ernsthaft verbissen und sehr aggro zum Teil streiten wegen Nichtigkeiten.
wo man als Außenstehender zuguckt und denkt, was ist das für ein Kindergarten, Leute, was ist los mit euch? Und die, die drinstecken, aber hochemotional sind. Hm. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, wie komme ich raus aus der Nummer? Also wenn ich jetzt, ich stehe vor dem Kühlschrank, sag das mit der Milch und reg mich am Ende fett darüber auf, dass der nie einkaufen geht und so weiter und so fort. Genau, nie, immer, immer ich, immer du. Genau, also das ist ja dann so jetzt mal Worst Case. Ja, ja und wahrscheinlich nicht weit weg vom Alltag von vielen. Ja, es hilft nichts. Also ich habe jetzt gezögert, weil ich würde dir gerne was Einfaches sagen, aber im Endeffekt hat es wieder viel mit Eigenverantwortung zu tun, viel mit einer aktiver Präsenz, also wirklich anwesend sein und dir dann auch zugucken und dich dabei beobachten bei deinen Gedankengängen. Weil nur weil du da in deinem Kopf irgendwas rumspinnst, heißt das doch nicht, dass alle anderen genau das Gleiche denken. Deswegen diese 6 oder 9, wie oder ja, eben mehr. Ja. Für dich ist es glasklar, was du siehst, da gibt es überhaupt keinen Diskussionsbedarf. Mhm. Und für dein Gegenüber ist es aber auch völlig klar. Ja. Und blöderweise habt ihr von verschiedenen Blickwinkeln, von verschiedenen Standpunkten eine andere Sicht drauf. Und beide haben Recht. Und wenn es jetzt ums Recht haben geht, könnt ihr euch die Köpfe einschlagen. Und wenn es aber nicht ums Recht haben geht, sondern um ein Verständnis, so wir wollen uns verstehen, wir sind keine Gegner, keine Feinde, sondern ein Beziehungspaar und unser oberstes Ziel ist, einander zu verstehen. Mhm. Dann könnte man ja mal gucken, hey, wie siehst denn du das und warum siehst du das so? Ja, bei also diesem, quasi wieder ins Reden kommen. Ja, wie immer. Also wenn wir jetzt dafür jedes Mal 1 Euro kriegen, wenn wir das sagen, wären wir bald reich. Mir geht es um den Perspektivwechsel. Ja. Also wirklich diese Eigenverantwortung, das, was ich denke, dafür bin ich zuständig. Und wenn ich möchte, dass die anderen verstehen, was ich denke, dann ist es mein Job, das klar auszudrücken und auch nachzufragen. Ja, also auch. Ja. Also das ist quasi jetzt mal wieder in den Alltag, in die Praxis rübergenommen. Das ist quasi das, was ich machen kann in dem Moment, oder? Zu gucken, okay, was denke ich denn jetzt gerade? Und dann mal zu überlegen, habe ich das, was ich denke, eigentlich schon laut geäußert oder war das alles nur in meinem Kopf unterwegs? Mhm. Und wenn du es dann klar geäußert hast, du kannst auch nachfragen, das und das habe ich gesagt, was ist denn bei dir angekommen? Ja. Wer das im Übrigen tiefer lernen will, also sich damit ausführlicher beschäftigen, es gibt eine Methode, die heißt gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und der hat wirklich in Schritten 1 bis 4, die du ganz schön abklappern kannst, das sortiert, wie man aus dieser konfliktangriffsreichen Kommunikation rauskommt und das friedlich macht. Ja, und das wäre ein eigener Workshop für sich, das jetzt riesengroß zu lernen. Nur mal kurz angeknuspert, geht es darum, erstmal ganz wertfrei zu beobachten. Mhm. Ja, das, was ich wahrnehme. Ich kann sagen, hey, mein Lieblingskind, dein Zimmer ist ein Saustall. Oder ich kann sagen, du hast 3 dreckige Teller unterm Bett, du hast Wäsche auf dem Schrank, über der Lampe und auf dem Stuhl und so weiter. Ja, ich kürze mal ab, aber das eine ist meine Interpretation, meine Schlussfolgerung und das andere ist erstmal eine Beobachtung, der man zustimmen kann. Also es macht immer noch der Ton die Musik, logischerweise. Also ich definiere quasi ein unaufgeräumtes Zimmer als Saustall, was ja jetzt so oder so unaufgeräumt sein kann. Also das kann ja jetzt von, da liegen 5 Zettel rum, bis hin zu dem, was du jetzt beschrieben hast, alles sein. Ja, oder wenn du zu deinem Partner eben sagst, hier ist schon wieder so dreckig, dann kann sein, dass du die feine Staubschicht siehst und er guckt rum und es liegt nichts rum. Passt doch. Ja, und wenn du jetzt aber sagst, statt hier ist es dreckig oder hier sieht es schon wieder aus, sagst, da liegt Staub, dann ist es erstmal eine Beobachtung. Okay. Ja, dann ist Teil 2 der gewaltfreien Kommunikation, dass du dann sagst, was es mit dir macht. Also wenn ich das und das sehe, dann fühle ich mich so und so. Also wenn ich den Staub da sehe, dann ärgere ich mich. Weil? Finde dann kommt das uncool, weil. Ein Gefühl. Ich finde, das uncool ist kein Gefühl. Aber ich schalte mal den Klugscheißer-Modus aus, weil gewaltfreie Kommunikation lohnt sich auch, sich ewig drüber auszubreiten. Nee, dann kommt Nummer 3. Welches meiner Bedürfnisse ist nicht erfüllt oder verletzt? Mhm. Ja, also wenn ich sehe, dass, wenn ich diese Staubschicht sehe, ärgere ich mich, weil mein Bedürfnis nach Sauberkeit verletzt ist. Punkt 4, eine Bitte wird angeschlossen. Könntest du, wenn du heute Zeit hast, bitte Staub wischen? Schön. Das wirkt ganz anders, als wenn du sagst, hier siehst du schon wieder voll auf, nie machst du was, könntest du deinen Hintern mal bewegen?
immer muss ich alles alleine machen. Ich erkenne mich ein bisschen wieder, deswegen bin ich jetzt ein bisschen ruhig. Also ich bin großer Fan von gewaltfreier Kommunikation und wenn man das jetzt immer so Schritt für Schritt macht, wirkt das im Alltag vielleicht ein bisschen gestelzt. Aber die Idee dahinter, vor allem zu lernen, zwischen einer Beobachtung und einer Interpretation zu unterscheiden, ist was sehr, sehr Sinnvolles, was tatsächlich sehr zu mehr Friedlichkeit beiträgt. Wir können uns aus der gewaltfreien Kommunikation noch ein schönes Bild klauen. Die sagen nämlich, es gibt die Verständnisohren und es gibt die Schuldohren. Und je nachdem, mit welchen Ohren du hörst, wird die Kommunikation ablaufen. Das ist quasi in anderen Worten das, was wir gerade hatten. Wenn du mit den Schuldohren hörst, dann guckst du entweder, was hat der andere falsch gemacht oder was habe ich falsch gemacht. Ja, kannst ja die Schuld ja auch selber geben. Ja, und dann bist du schon drin in, oh Gott, Vorwürfen, Anklagen, anderen gegenüber oder dir selbst. Und wenn du mit den Verständnisohren hinhörst, dann guckst du, welches Bedürfnis ist gerade verletzt, bei meinem Gegenüber oder bei mir. Ah, du versuchst zu verstehen, was dahinter steckt. Das ist ein totaler Unterschied. Und in einer Beziehung, selbst wenn sonst nichts funktioniert, aber das zu installieren, zu sagen, entweder wir kämpfen jetzt gegeneinander und suchen den Schuldigen oder wir versuchen, einander zu verstehen, das kann schon sehr viel mehr Ruhe reinbringen. Genau, wollte ich gerade sagen. Viel mehr Ruhe. Und wahrscheinlich redet man dann immer noch aneinander vorbei, aber dann kann man es klären. Ist auf jeden Fall eine andere Basis. Also so als Tipp, sucht euch ein gemeinsames Ziel und das ist jetzt nicht so hochgestochen, sondern wirklich, wir wollen einander verstehen. Wir wollen miteinander leben, kommunizieren, statt gegeneinander. Dann braucht es Interesse. Ja, also wenn ich nur Recht haben möchte, habe ich gerade auch kein Interesse daran, wie es der andere sieht. Das stimmt, ja. Auch da geht es darum, sich ehrlich zu fragen, interessiert es mich gerade, wie du das siehst? Oder will ich jetzt Recht haben damit, dass du halt einfach blöd bist und nichts checkst? Ja, hat ja auch was mit Offenheit zu tun. Und wir gucken uns ja heute wirklich Kommunikation in Beziehungen an und noch nicht unbedingt die unter Kollegen oder so. Weil vielleicht interessiert es dich da ja manchmal tatsächlich nicht, wie dein Gegenüber jetzt bestimmte Sachverhalte sieht. Bleiben wir in der Beziehung. Also Interesse ist sehr nützlich, ein gemeinsames Ziel. Dann Zeit zum Reden. Ja, also wenn ihr nur miteinander redet, wenn es kracht und wenn es gerade wieder Diskussionsbedarf gibt, dann hat halt das Reden auch nicht so einen schönen Beigeschmack. Ja. Kenne ich auch etliche Paare, wo die, meistens sind die Männer, aber das ist auch wieder geschlechtsunabhängig, wo einer von beiden sagt, ja, wir müssen reden. Wo schon voll klar ist, ich muss mich wahrscheinlich verteidigen oder ich kriege Vorwürfe zu hören. Und also wo Reden einfach nicht verknüpft ist mit einem Austausch, mit einem gegenseitigen Verstehen und Kennenlernen, sondern mit Problemen hin- und Herschieberei. Also wo es nicht darum geht, ein Gespräch zu führen zum Beispiel, sondern eher sich Vorwürfe hin und her zu werfen. Und frisch Verliebte machen das ja oft noch. Die wollen sich ja wirklich kennenlernen. Ne? Die fragen noch, was hörst du für Musik und wo fährst du gerne in Urlaub hin und so. Ja, stimmt. Und wenn man länger zusammen ist, schleicht sich das manchmal aus. Also auch, weil so viele Sachen dann halt schon bekannt sind. Ja. Dann weißt du, was dein Partner gerne mag. Ja, bei uns wurde immer am Abendbrotstisch viel geredet. Also bei uns war immer der Abendbrotstisch quasi so dieses, wo auch jeder von seinem Tag erzählt hat und dann kommst du ja eh ins Reden, sage ich jetzt mal. Also dann kommen ja eh Probleme oder irgendwas auf, wo man sagt, ah, da ist mir das und das passiert oder das und dem und da. Und dann ging es halt auch häufig darum, was ist morgen los, was ist übermorgen los und so weiter. Ja, du unterhältst dich über aktuelles Tagesgeschehen, was gerade so los ist in der Welt. Du sagst, hey, ich habe den und den getroffen und so. Ja. Also das klingt jetzt so banal, aber so ein Austausch ist wichtig und der braucht halt Zeit. Und jetzt für Paare, die sich da ein bisschen verloren haben in dem Punkt, die können sich zum Beispiel Hilfe holen, weil es heute inzwischen massenweise so Kartensets gibt, zum Beispiel. Ja, also meine Schwägerin hat mir eins empfohlen, warte, ich muss schnell gucken. Erzählt euch mehr, heißt das. Das ist total cool, das ist wirklich echt für Paare. Das ist so ein Stapel an Karten zu verschiedensten Themenbereichen und dann ziehst du halt eine, dann steht da irgendeine Frage drauf und dann kannst du dich darüber austauschen. Finde ich total cool. Wenn es darum geht, das Reden erstmal wieder zu lernen oder zu üben miteinander,
dann kann man sich ja Hilfe holen, indem man sich eben so Anregungen holt, die jetzt nicht gleich so problembehaftet sind. Also da stehen jetzt nicht gleich die großen Fragen der Welt drauf. Ich kenne es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mir so 2, 3 angeguckt, die sie mir gezeigt hat. Ich fand das ganz cool. Aber es gibt ja massenweise auch so Bücher, wo dann so Fragen drin sind. Keine Ahnung, welcher Lehrer hat dich am meisten geprägt? Wenn du eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Ja. Also Blödsinn halt, aber witzig. Ja, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt da jemand am Tisch sitzt, der halt dem das einfach auch schwerfällt. Ja, also eben. Ich meine, es ist ja nicht, dass die Leute häufig nicht reden wollen unbedingt, sondern denen fällt es einfach schwer, die Worte zu finden oder... Und wenn man das nie gelernt hat? Ja, und dann könnte ich es mir halt vorstellen, dass das dann wieder so ein Druck ist, wenn da jetzt die großen Fragen der Welt und der Beziehung draufstehen, so von wegen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber was willst du für unsere Beziehung als wichtigsten... Faktor, whatever, also so, wo man dann schon wieder in dem Druck drin ist, so, oh Gott, jetzt muss ich eine schlaue Antwort finden und irgendwas, was für uns beide auch toll ist und womit sie dann auch einverstanden ist und so weiter und so fort. Dann geht ja das Chaos schon wieder los. Ja, und es wird halt auch nicht aus jedem ein Alleinunterhalter, ne? Ja. Mir geht es jetzt wirklich darum zu gucken, wenn die Kommunikation daran scheitert, an der Sprachlosigkeit. Dann kann das, wie wir es vorher hatten, so eine Schwere haben mit wirklich, wo mir schnürt den Hals zu und ich kann nicht. Ja. Es kann aber auch einfach sein, ich habe es halt nie gelernt zu reden. Ja, und da gibt es so ein paar kleine Tricks. Nur auch da, lass uns gar nicht so weit ausholen, sondern mir ging es darum, es braucht Interesse, es braucht ein gemeinsames Ziel, es braucht eben auch Zeit. Ja. Dann die Eigenverantwortung. Das böse Wort, das ist immer das Lieblingswort all meiner Klienten, wenn ich wieder mit Verantwortung um die Ecke komme. Auch da nochmal betont, Verantwortung meint nicht Schuld, sondern Verantwortung meint, ich stehe zu dem, was ich denke, fühle und sage. Ja. Also das reicht auch erstmal, das so im Groben zu gucken. Lass uns aber noch 2 Sachen angucken, woran oder wo Schwierigkeiten stecken können. Du hast das eine schon gesagt, wenn man aneinander vorbeiredet. Ja, genau. Klassiker in vielen Beziehungen. Der eine ist total im Verstand und argumentiert jetzt mit viel Vernunft und rationalen Argumenten. Ja. Und das Gegenüber ist voll im Gefühl. Und argumentiert in Anführungszeichen aus dem Gefühl heraus. Das ist wie wenn du 2 verschiedene Radiosender eingestellt hast. Es sind halt 2 Frequenzen, da laufen einfach verschiedene Sachen. Funktioniert also eher weniger gut. Ja, da könnte zu Konflikten kommen. Ja, weil wahrscheinlich der eine und auch der andere sich unverstanden fühlt, oder? Ja, könnte genau. Ich mir vorstellen. Also einfach der gerade voll im Gefühl ist und emotional aufgewühlt und so weiter, will halt jetzt nicht hören, wie das jetzt ganz klar und logisch zu lösen ist, das Problem. Und der andere denkt sich wahrscheinlich, ja, was ist jetzt das Problem? Was regst du dich so auf? Warum verstehst du das jetzt nicht? Ja. Ja. Ja, und wir lachen jetzt drüber, aber ich glaube, in der Situation kann das schon manchmal ganz schön frustrierend sein. Oh ja, wir hatten früher gern mal Diskussionen, in Anführungszeichen, weil es hat eigentlich den Namen nicht verdient, weil ich in meinen Weltretterphasen am liebsten alle Kinder der Welt mit Essen und Bildung und so weiter versorgt hätte. Ja, und das hatte ich natürlich auf der Stirn stehen. Ne? Das heißt, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, hat mich immer irgendjemand angequatscht, der gerade Patenschaften... Ich wollte gerade sagen, jedes SOS-Kinderdorf, Patenschaften... Wir haben alles. Also wir haben ein Patenkind bei World Vision, wir haben noch bei so einer kleinen privaten Organisation 3 Patenkinder, wir sind beim Tierschutz dabei, wir haben SOS-Kinderdorf, Plan International. Und mein Mann ist da sehr geduldig mit mir gewesen, aber der hat halt echt irgendwann gesagt, und also er hatte dann den Vernunftsverstandespart und hat dann zu mir gesagt, wenn ich in die Stadt gegangen bin, heute kein Kind kaufen, auch keins leasen, keine neuen Patenschaften. Dein Mann hat immer einen sehr schönen schwarzen Humor. Ja, ich glaube, der war dann irgendwann schon so ein bisschen, der hat dann wahrscheinlich Angst, dass ich ihm, keine Ahnung, Essensgeld streiche, weil ich muss jetzt noch eine Patenschaft abschließen. Ich war aber halt so voll im Gefühl, weißt du, so diese großen Kinderaugen und man muss denen doch helfen und man muss sie doch retten und also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wir hatten da tatsächlich Gespräche, wo ich so in völligem Unverständnis dafür war, dass er jetzt sagt, jetzt ist dann mal gut. Und er hat mir dann ganz rational vorgerechnet, dass wenn wir jetzt 1000 Patenschaften haben, dann können wir das Auto nicht mehr reparieren, weil es kaputt ist, weil wir es uns nicht leisten können.
und ich in dem Moment mit wenig Verbindung zu meinem Hirn, sondern nur im Gefühl, habe gedacht, scheiß doch auf das Auto, dann gehen wir halt zu Fuß, aber diese Kinder. Ich übertreibe mal wieder, aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das war so eine klassische Situation, ja, wo ich für rationale, sehr vernünftige Argumente wenig empfänglich war, weil ich in dem Moment einfach aus einer gewissen, ja, Hilflosigkeit, ja, und klar, so heraus geredet habe. Und klassisches Beispiel für völlig aneinander vorbeireden, weil, ja, wenn ich mein Hirn angeschalten habe, stimme ich ihm im Allen zu. Der hatte mit allem recht, logischerweise. Ja. Aber da war halt gerade nichts mit rational. Und das sind so Momente, wir werden das in wahrscheinlich eh im nächsten Erklärbär-Gespräch haben, wenn es um Umgang mit Gefühlen geht. Mhm. Und wenn man halt so voll in einem Gefühl ist, dann ist der Zugang zu einem klardenkenden Verstand manchmal ein bisschen blockiert. Funktioniert das nicht so gut? Nee, also was ihr tun könnt, wenn euch das betrifft, machen wir in der nächsten Erklärbär-Folge. Jetzt für die Kommunikationsfolge, wenn euch bewusst wird, ihr redet gerade wieder von völlig unterschiedlichen Standpunkten, also ihr redet gerade Hirn mit Gefühl, dann? Das wäre ein guter Punkt, um diese Pause von vorher einzuleiten, zu sagen, okay, völlig verschiedene Kanäle, kurzer Break, durchatmen, einmal schütteln. Und die Diskussion zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Ja, also ja, wenn der eine quasi nicht mehr ganz so emotional ist und der andere dann halt aber auch, na, vielleicht ja, auch so ein Hirni bisschen bereit offen ist, ja, genau, sich auch mal auf eine Gefühlsebene zu begeben. Ja. Weil das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, weil in dem Fall hatte mein Mann einfach recht. Also irgendwann war gut. Wir haben diese Patenschaften. Es ist uns auch ja beiden ein Anliegen. Also es entspricht auch unseren Werten, was davon abzugeben, wenn es uns gut geht. Aber halt in einem vernünftigen Maß. Ja. Ja. Nur mir hätte es geholfen, wenn er statt mit rationalen Argumenten in dem Moment käme mit, Schatz, ich weiß, es ist schwer auszuhalten, dass es so viel Leid in der Welt gibt und du möchtest gern anderen helfen, aber es geht nicht. Ja, genau. Dann hätte ich mich in dem Moment schon gesehen und abgeholt gefühlt, mhm, und wäre dann viel leichter bereit gewesen, ihm bei seinen Argumenten zu folgen. Und so war halt, was du gesagt hast, dieses Unverständnis auf beiden Seiten. Er hat nicht verstanden, wie man da jetzt bitteschön so emotional sein kann. Ja. Und ich habe nicht verstanden, wie man da so kalt sein kann. Ja, alles ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, das wird ganz gut deutlich. Ja, genau. Also quasi die Lösung in diesem Fall ist auseinander, vielleicht wirklich mal auseinandergehen kurz und halt aus dem Emotionsbad ein bisschen rauskommen und aus diesem Verstandesding und dann versuchen sich wieder anzunähern und wieder mit Offenheit und Verständnis füreinander. Genau, die Lösung, ja, ist gegenseitiges Verständnis. Und das ist ja oft so, also auch wirklich im Klischee, dass Frauen in irgendeiner Emotion gar keine Lösungen wollen von den Männern, sondern einfach in ihrer Emotion gerade gesehen werden wollen. Ja, oder einen Arm genommen. Oder einen Arm genommen. Können wir gut überleiten zum letzten Punkt, den wir heute ansprechen wollten. Weil wir haben ja jetzt diese zwei verschiedenen Kanäle, entweder Vernunft oder Gefühl. Mhm. Und dann gibt es noch was, wo sich es auch um unterschiedliche Kanäle dreht, beziehungsweise unterschiedliche Sprachen. Mhm. Okay, was für Sprachen? Es gibt ein cooles Buch, das heißt Die fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Kennst du? Titel schon gehört. Mhm. Der es geschrieben hat, heißt Gary Chapman. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der noch lebt. Ist auf jeden Fall ein amerikanischer Paar- und Beziehungsberater. Mhm. Das Buch ist sehr, sehr christlich. Okay. Also ziemlich religiös geschrieben, deswegen weiß ich nicht, ob das Buch jetzt für jeden was ist. Ja, aber an sich reicht der Wikipedia-Eintrag. Ist jetzt ein bisschen unfair dem gegenüber, aber es geht um die Essenz und die lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Okay. Der gute Mann hat nämlich rausgefunden, dass es einfach verschiedene Sprachen der Liebe gibt, wie er das genannt hat. Das heißt, verschiedene Kanäle, auf denen Menschen ihre Liebe ausdrücken und auf denen sie empfänglich sind, um sich geliebt zu fühlen. Mhm. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und die sind nicht alle verbal, sondern auch nonverbal. Weil das haben wir heute noch nicht angesprochen, aber zur Kommunikation gehört ja natürlich auch der Ton und die Körpersprache dabei, ja, und so. Eine Sprache der Liebe ist eben Worte. Das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Das heißt, wenn das meine Sprache wäre, dann ist es mir wichtig zu hören, gesagt zu bekommen, ich hab dich lieb, ich bin stolz auf dich, schön, dass du da bist.
Und ich bin dann auch im Gegenzug bereit, meine Zuneigung so auszudrücken. Ah, ja? Okay. Menschen, deren Sprache die Worte sind, mhm. die sparen nie mit Lob oder Komplimenten oder Dank ausgedrückt. Mhm. Okay. Wahrscheinlich schreiben die auch gerne. Ja? Von denen kriegst du dann mal ein Zettelchen zugesteckt oder eine Karte oder einen Brief. Okay. Oder das so. Sind die Post-its an den Spiegel hängen zum ja, Beispiel. Genau. Genau. Okay. Ja? Und wichtiger Punkt dazu, wieder diese Projektionssache. Jeder geht davon aus, dass was meine Sprache ist, ist natürlich die von allen anderen auch. Ja. Das heißt, Rückschluss, wenn meine Sprache die Worte sind und jetzt habe ich einen Partner, der sagt mir nie, dass er mich liebt, dann ist die Chance, dass ich mich ungeliebt fühle, relativ hoch. Ja, klar. Wenn das für mich gut ist, das zu hören und mir gut tut, dann ist es natürlich blöd, wenn ich einen Gegenüber habe, der eher schweigt. Ja, aber ich warte dann drauf. Ja. Deswegen ist es so nützlich zu wissen, es gibt mehrere Sprachen. Also ich finde das so einen absoluten Schlüssel, wenn halt zu mir jemand kommt und sagt, ja, die Zuneigung fehlt oder ich fühle mich nicht geliebt, ja. dann zu gucken, weil oft ist ganz viel Liebe da, die wird aber nicht wahrgenommen. Weil quasi eine andere Sprache benutzt wird. Genau. Also wir können ja mal alle fünf durchgehen. Wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich gespannt, was noch kommt. Die zweite Sprache ist Berührungen. Und da geht es jetzt nicht um Sex, wenn wir es uns auf einer Paarebene angucken, sondern wirklich um einen in den Arm nehmen, um Händchen halten, um einen über den Rücken streicheln bei Vorbeigehen. Ja. Also du fühlst dich dann geliebt, wenn du Körperkontakt hast. Genau. Also. Ja, genau. Also da habe ich mich voll drin erkannt, weil Worte mag ich, ich höre das schon gerne. Ja, aber wenn das ein bisschen weniger ist, ist es nicht schlimm. Aber wenn jetzt ich in meiner Beziehung, wenn wir jetzt lange keine Berührungen hätten, dann wäre ich schwer alarmiert. Ah, also wenn dein Mann quasi heimkommen würde und so, hallo, und an der Küche vorbei oder im Wohnzimmer vorbei und geht irgendwie ins Schlafzimmer und das läuft den ganzen Abend so weiter quasi. Ja, oder wenn wir tagelang keine Umarmungen hätten. Ja. Und witzigerweise bei uns ist das so, dass seine Sprache die Berührungen nicht sind. Also okay. Er braucht das nicht so. Es ist nicht, dass er jetzt nicht kuschelig wäre oder so, aber er hat dieses Bedürfnis nicht so. Und wenn er stressige Phasen hat, also jetzt Prüfungszeiten oder einfach sau viel Arbeit, alles gleichzeitig, dann möchte er tendenziell eher nicht angefasst werden. Also dann ist er mit seinem Kopf schon so in den To-Do-Listen und so weit, dass es immer wieder rausreißt, wenn ich da an ihm rumkrabbel. Und seit ich das weiß, wenn er nicht von sich aus kommt, um mich zum Arm umarmen, dann heißt das nicht, er liebt mich nicht, sondern das heißt einfach, er drückt seine Liebe anders aus. Ja. Das passt übrigens auch nochmal gut zur Kommunikation. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Du gesagt hast, wir kommunizieren nicht richtig oder zu wenig. Der Klassiker, Frau möchte umarmt werden, braucht eine Umarmung. Auch da wieder, ich bleibe in der Klischeekiste, das geht Männern auch so. Ja. Sagt aber nichts. Ist dann mehr so, wenn er mich lieben würde. Dann wird er ahnen, dass ich umarmt werden möchte. Wir haben so eine tiefe Verbindung, er müsste doch spüren. Wir sind fies, ich übertreibe auch schon wieder. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich hatte das parademäßig. Also wirklich, saß ich da und habe gewartet. Und gewartet. Dass man so die Hand rübergreift. Ja, da kam halt nichts. Klar, wenn er das nicht braucht, warum sollte er das dann machen? Ja. Und unser Leben ist sehr viel einfacher, seit ich gelernt habe, Mund aufzumachen. Und entweder ich gehe hin und hole mir meine Umarmung, nicht in den stressigen Phasen, aber sonst. Ja, oder ich sage einfach was. Ich mache Mund auf. Es ist meine Verantwortung, für meine Bedürfnisse einzutreten und das zu sagen. Also diese Warterei. Der andere muss das doch merken. Erahnen. Ja, und das ist das gleiche Beispiel wie mit der Milch. Der muss das doch checken, was ich damit gemeint habe. Nee, muss er nicht. Mach deinen Mund auf. Okay, jetzt hatten wir Kommunikation. Und Berührungen. Also Reden quasi, Berührungen. Mhm. Eine weitere Sprache ist Zweisamkeit, wo es um exklusive Paarzeit geht. Ah, also gemeinsame Zeit. Ja, aber eben nicht nur gemeinsam, sondern gemeinsam zu zweit. Ich habe ein Paar in der Praxis, da hat sie gesagt, sie versteht überhaupt nicht, warum ihm die gemeinsame Zeit immer zu wenig ist. Die gesagt, wir haben diese Woche 4 Abende miteinander verbracht. Und dann habe ich gefragt, ob sie zu zweit waren. Nö, da waren immer noch befreundete Pärchen dabei. Ah, okay. Die haben immer was in der Gruppe gemacht. Für sie war es gemeinsam verbrachte Zeit, weil sie und ihr Freund waren ja zusammen. Für ihn gilt es nicht,
weil es nicht exklusiv war. Der möchte diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Also quasi am Tisch sitzen, was Wurst Schönes wo. Essen oder also einfach oder ach, in die, der Natur zusammen ja, sein genau. oder irgend sowas. Also die sind auch viel in Bergen und wandern und so, aber das, was gemacht wird, darum geht es nicht, sondern dieses Exklusive. Nur wir beide, du hast dir Zeit nur für mich genommen. Ah, okay. Ja, also in dem Fall Zweisamkeit. Mhm. Und ich erkläre es jetzt gerade mit Beziehungen, das gilt aber für alle, das gilt auch zwischen Eltern und Kindern und so, in Freundschaften. Dann haben wir eine weitere Sprache, das sind Geschenke, die von Herzen kommen. Also wo es, ja, brauche ich nicht groß erklären, also wo es einfach um Geschenke geht. Und also wirklich materielle Dinge. Genau. Ja. Ja, also. Das ist logisch. Wenn man jetzt den Glaubenssatz dazu hat, je teurer, desto mehr wert, aber das ist halt nicht bei allen, also das ist nicht zwingend dabei. Das kann auch sein, du bringst mir jetzt ein Blümchen, aber du schenkst mir was. Ja, genau. Und dann fühle ich mich von dir geliebt und gewertschätzt und gesehen und so. Und das fünfte ist die Sprache von Hilfe und Unterstützung. Zum Beispiel, warte, ich habe jetzt lauter Eltern-Kind-Beispiele im Kopf. Aber das geht natürlich bei Paaren auch. Also wenn jetzt dein Freund sagt, du hast viel zu tun, lass mal, ich gehe heute einkaufen. Ah. Oder hey, es regnet, ich fahre dich dahin. Ah ja, cool. Ja, oder ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe deshalb Eltern-Kind-Beziehungen jetzt gerade im Kopf, weil ich das schon so oft in der Praxis erlebt habe. Es geht um erwachsene Kinder, aber erwachsene Kinder eben von Eltern, die so in diesen Kriegs- und Nachkriegsgenerationen beheimatet sind. Das heißt, die nie gelernt haben zu sagen, ich habe dich lieb, die nicht in den Arm nehmen, weil die das selber nie erlebt haben. Und dann sind das halt erwachsene Kinder, die sich wenig geliebt fühlen von den Eltern, fairerweise meistens von den Vätern, weil die das eben noch weniger gelernt haben mit dem Körperkontakt, dem Reden. Und sagen die, der sagt nie, dass er stolz auf mich ist. Mein Papa nimmt mich nie in den Arm und so. Und wenn wir dann gucken, aber was macht der denn ansonsten? Dann kommt halt raus, der hilft bei jedem Umzug, der wechselt die Reifen. Genau, der wechselt die Reifen, der baut die Möbel mit auf. Mein Schwiegerpapa zum Beispiel, der bringt uns das Holz, der ist halt zum Heizen. Der fährt in den Wald, der macht das Holz klein, der fährt das mit dem Hänger kilometerweise hierher. Also, weißt du, warum sollte der das machen? Der muss das nicht machen. Genau. Aber das ist halt seine Art, das zu zeigen. Genau, das ist seine Art zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind und dass er seine Kinder und Enkel liebt und so. Also, der kümmert sich, der hilft und unterstützt, wo er kann. Der ist halt nicht der große Redner und auch nicht der große Kuschler. Aber da ist unheimlich viel Liebe und viel Stolz. Der kann das nur nicht so ausdrücken, wie das halt jetzt in anderen Sprachen ginge. Ja. Das ist aber zwischen Partnern auch. Also ich habe das Beispiel jetzt gerade im Kopf, weil das einfach eher so sehr prägend war, wo ich gecheckt habe, was das bedeutet. Wo ich gemerkt habe, hey krass, da ist unheimlich viel Liebe, die so verpufft, also die nicht gesehen wird, die nicht wahrgenommen wird. Einfach nur, weil es ein anderer Kanal ist. Ja, mein Hirn fängt auch schon gerade an zu rattern, so meine eigene Beziehung durchzugehen, meine früheren Beziehungen durchzugehen auch und so, auch jetzt Freundschaften und so und zu gucken, was ist denn jetzt, also mal ganz angefangen bei mir, was ist meine Sprache der Liebe quasi? Und? Weißt du es spontan? Spontan Kommunikation. Also die Worte? Die Worte. Und ja, auch Berührungen schon auch. Wobei das wie bei deinem Mann ist, so ein bisschen in Stresssituationen, stresst mich das dann noch mehr. Also dann, da brauche ich einen Kopf, da habe ich den Kopf einfach woanders. Aber Kommunikation, ja, hauptsächlich. Ja, eben. Und dann können wir zwei uns da nämlich super unterhalten, weil wir dann schon zwei verschiedene Sprachen haben. Also wenn ich gestresst bin, ist das, was mir meistens hilft, ganz einfach eine Umarmung. Das ist dann nichts, was ich abschütteln muss, was mir lästig wird, sondern das würde mir helfen, mal kurz die Füße auf den Boden zu kriegen, durchzuatmen und wieder aus meinem To-Do-Gerenne anzukommen im Hier und Jetzt. Ja, ja, spannend. Weil mich würde das wie festhalten. Also, das ist bei meinem Mann auch, genau. Das ist dieses, als ob ich ihn jetzt festhalte. Genau, ja, ja. Das ist genau doch spannend. So. Ja, voll. Weil, also mal ganz kurz als Nebensatz noch, die meisten haben nicht nur eine Sprache. Dieser Chapman hat auch ein Buch geschrieben, 5 Sprachen der Liebe zwischen Eltern und Teenagern. Und der schreibt da rein, zur Not am besten alle Kanäle bedienen. Dann ist schon was dabei, was passt. In den schwierigen Phasen. Genau.
Und jetzt auf uns nochmal bezogen, jetzt habe ich rausgefunden, hey, wir haben unterschiedliche Kanäle. Also gilt für euch da draußen auch, ne? Wenn ihr rausfindet, ihr habt unterschiedliche Kanäle, wie ihr Liebe ausdrückt und wie ihr Liebe gern empfangen möchtet. Das heißt jetzt nicht, dass es völlig frustfrei bleibt. Also wenn ich jetzt gerne eine Umarmung hätte und mein Mann nicht in dem Modus ist, dann lasse ich ihn natürlich in Ruhe und dann stehe ich da mit meinem unerfüllten Bedürfnis. Aber es ist kein Konflikt zwischen uns. Also es führt nicht zum Streit, weil ich einfach weiß, ich muss mir jetzt keine Sorgen um unsere Beziehung machen und er jetzt, wie das, was wir in Süßfolge hatten, da geht in seinem Kopf jetzt nicht ab, ich will die Alte nicht anfassen. Sondern der ist einfach mit seinen Gedanken völlig woanders. Und das, was in meinem Kopf dann früher losging, so diese Zurückweisung, die Ablehnung, daraus dann der Konflikt, ne, dann versuche ich zu provozieren, um eine Reaktion zu kriegen. Und diese ganzen Mechanismen, die dann laufen, die fallen völlig weg. Einfach nur durch Klarheit und Verständnis. Ich weiß, was gerade los ist, ist jetzt nicht das, was ich mir wünsche. Ja. Aber mein Gott, es ist mein Bedürfnis nach Körperkontakt, ich bin zuständig, dann muss halt der Hund herhalten. Gut, wenn man einen hat. Ja, oder ja, Freundinnen, oder, ne, ist ja wurscht, also auch da, das machen wir dann irgendwann mal beim Körperthema, dass wir da tiefer einsteigen. Ja. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Der Konflikt fällt weg. Ja. Also es ist kein Streitpunkt mehr zwischen uns. Ja, es ist halt wieder, es ist Verständnis da, ja, weil ich verstehe, was in dem anderen vorgeht und was in mir vorgeht. Und das ist, glaube ich, das also finde ich gerade das Wichtigste. Ich verstehe, was in mir vorgeht. Genau. Also Kommunikation geht ja auch darum, auszudrücken, was gerade los ist. Und es ist schon schlau, wenn ich das selber tue. Weil vom anderen Verständnis zu verlangen, wo ich selber keine Ahnung habe, was eigentlich in mir vorgeht, ist schon auch eine ganz schön große Herausforderung. Das ist eine Nummer, ja. Mhm. So, warte, ich guck mal auf meinen schlauen Zettel. Ich habe mir nämlich ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich empfehlen wollte. 5 Sprachen der Liebe haben wir eingebaut. Mhm. Dieses Kartenset erzählt euch mehr, das verlinke ich euch. Ich wollte gerade sagen, verlinkst du beides? Ja. Ach ja, passt auf, genau. Es gibt von der GfK, also von der gewaltfreien Kommunikation, neben den ganzen Grundlagenbüchern, die super sind, ein extra Beziehungsbuch. Ja, cool. Das gibt es auch als Hörbuch. Hm. Das hat den netten Titel, ich höre was, das du nicht sagst. Das ist eine große Empfehlung, wenn ihr euch mit eurer Paarkommunikation beschäftigen wollt. Cool. Führe ich jetzt nicht weiter aus, verlinke ich. Ja, genau. Ja? Klingt gut. Gut. Kriegen wir eine Zusammenfassung hin von heute? Wir probieren es, oder? Wir probieren es. Wir hatten die 3 Strategien, Angriff, Flucht oder Starre. In schwierigen Situationen, in Streitsituationen. Mhm. Genau. Das haben wir kurz erklärt. Das heißt, das ist so, das sind die Uhrzeitmechanismen. Wenn ihr euch ertappt oder wenn ihr merkt, das ist ein Problem, ja, holt euch Hilfe. Ja. Und dann haben wir uns angeguckt, was kann in Beziehungskommunikation helfen, was kann das Ganze erleichtern. Und da hatten wir Interesse füreinander, gegenseitiges Verständnis durch ein gemeinsames Ziel statt Gegnerschaft. Zeit ist hilfreich. Ja. Ja, und dann immer wieder Verantwortung für die eigene Kommunikation übernehmen. Dein Partner ist, also hat nicht den Job, dich einfach so zu verstehen. Es ist dein Job, dich klar auszudrücken. Dich zu äußern, ja. Mhm. Und dann sind wir wieder beim Reden. Oder zumindest beim Schreiben. Ist ja eine Brücke am Anfang. Stimmt, das ist auch eine Idee. Fehlen halt Mimik und Ton, aber ist zum Üben manchmal leichter. Erstmal aufschreiben, vielleicht auch erstmal für sich. Ich wollte gerade sagen, erstmal für sich selber aufzuschreiben. Was war jetzt an der Situation oder auch so rückblickend vielleicht mal, dass man ein bisschen besser sich selbst versteht. Mhm. Ja, oder wenn du weißt, es steht ein Gespräch an, wo wichtige Punkte sind und du neigst dazu, sehr emotional zu werden, schreib dir vorher auf, Stichpunkte, das und das waren die Argumente, das und das möchte ich vorbringen. Und wenn du dann merkst, du bist jetzt überrollt von Emotionen, dann kannst du dich zumindest dran festhalten, ach ja, Hirn wollte das und das mitteilen. Mir hat auch mal jemand den Tipp gegeben, in so emotionalen Situationen, wenn ich dann schon quasi nicht mehr das höre, was der andere eigentlich sagt, sondern meinen eigenen Schmus in meinem Kopf dazu mache, mich hinzusetzen und das aufzuschreiben, was der andere sagt. Mhm. Weil das quasi dann wieder diese Ruhe reinbringt auch und
so schwarz auf weiß steht dann vor mir, was der andere wortwörtlich gesagt hat. Und ich kann aufhören, irgendwas hineinzuinterpretieren. Mhm. Ja. Ja, also wenn der andere sagt, ich habe an dem Abend keine Zeit, dann schreibst du auf, er hat gesagt, ich habe keine Zeit und nicht, mir ist alles andere wichtiger als du. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich mit dir zu treffen. Du bist mir viel zu anstrengend. Ja, genau. So ungefähr. Gut, du Liebe. Müssen wir was ergänzen? Fällt dir noch was ein? Nö, nee, also ich glaube, da kann man immer weiter ergänzen. Ja, ja, Stunden. Also das ist so ein Never-Ending-Ding. Aber ich glaube, so auch mit den 5 Sprachen der Liebe haben wir, glaube ich, jetzt auch was dabei, wo man vielleicht auch schon mal praktisch ein bisschen schauen kann. Wie funktioniert denn das in unserer Beziehung oder in meiner Beziehung? An mir hat das unheimlich geholfen. Ja, ich finde das auch ein sehr spannend. Also wie gesagt, ich muss da noch mal, mein Hirn denkt schon weiter. Na gut, dann lassen wir dein Hirn wandern. Dann kommt das Abschlusssprüchlein, wie immer, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Ja. Nächste Woche gibt es das nächste Mutmachgespräch. Worum geht es im nächsten Gespräch? Weißt du es schon? Ja, ich weiß es schon. Es wird im weitesten Sinne um Sucht gehen, um übermäßigen Alkoholkonsum, darüber, was damit kompensiert wurde. Und da es ja ein Mutmachgespräch ist, hat die liebe Manuela, die uns das nächste Woche erzählt, oder die hat es mir schon erzählt, aber was ihr nächste Woche zu hören bekommt, die erzählt dann natürlich auch, wie sie da rausgekommen ist und warum das heute kein Thema mehr ist, keine Herausforderung mehr. War ein sehr berührendes Gespräch. Ich bin gespannt. Gemacht. Genau, das kommt nächste Woche. Ihr Lieben, wenn ihr zu heute Feedback habt, wenn ihr euren Senf dazugeben möchtet oder wie immer Fragen habt, schreibt uns gerne. Es gibt die Mutmach-Gespräche-Profile auf Facebook und Instagram. Ansonsten per E-Mail. Genau, ansonsten gerne per Mail. Die Adresse ist post@franziska-ivanov.de. Naja, und mal wieder hauen wir raus. Es wäre sehr lieb, es hilft uns sehr, wenn ihr mit positiven Bewertungen großzügig um euch schmeißt. Auf sämtlichen Portalen, wo das so möglich ist. iTunes, Podcast, Apps, Facebook und so weiter. Denn das pusht den Podcast und dann wird es irgendwann unter Neuigkeiten angezeigt, auch für die nicht gezielt danach suchen. Spannend, diese Systeme. Ja. Na dann. Ich lerne dazu. Gut, ihr Lieben, habt eine tolle Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Tschüss.